Es war 1612, um den 7. November herum. Schreie, Dramatik, Panik und flüchtende Menschen. Die Erde in Bielefeld zittert. Ein Erdbeben. Marc Keiter, Diplomgeologe vom Institut für Mineralogie Münster, kann beschreiben, wie sich das ungefähr angefühlt hat. Das Erdbeben hatte eine Stärke von deutlich unter 5. Das ist vergleichbar. Letztes Jahr, am 8. September, gab es am Niederrhein ein kleines Erdbeben. Das hatte in etwa dieselbe Stärke. Klingt eher nach einem kleinen Erdezittern. Über die Jahrhunderte bis heute an gab es jedoch keine weiteren Erderschütterungen. Kein Wunder also, dass sich die Bielefelder nicht wirklich vor zukünftigen Erdbeben fürchten. Also in ganz Europa sind Erdbeben ja nicht sonderlich weit verbreitet, also ich glaube nicht, dass das uns hier nochmal betreffen wird. Erdbeben hätte ich gar nicht gedacht, dass es überhaupt schon mal hier ein Erdbeben gab. Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde. Eine Einschätzung, die auch Geologe Marc Keiter teilt. Es ist so, dass das Erdbebenrisiko hier in Ostwestfalen eigentlich auch von den Versicherungen quasi als gleich Null eingeschätzt wird. Ein solches Beben wie das von 1612, das wäre eine tolle Kuriosität. Da könnte man abends am Stammtisch was drüber erzählen, aber viel mehr würde nicht passieren. Fazit also, die Erdbebenwahrscheinlichkeit in Bielefeld ist gleich Null. Auch wenn uns der Maya-Kalender den Weltuntergang für 2012 vorhersagt, an einem Bielefelder Erdbeben wird sicherlich nicht liegen. Also solche Weltuntergangsszenarien machen mich als Geologen natürlich eigentlich eher wirklich furchtbar sauer, muss man auf gut Deutsch mal sagen. Da wird immer wieder von wahnsinns gewaltigen Erdbeben gesprochen, die physikalisch gar nicht möglich sind, weil das physikalische Verhalten der Erdkruste das gar nicht hergibt. Und das ist absoluter Blödsinn. Man braucht sich zur 400-Jahr-Feier des 1612er Erdbebens auch keine Sorgen machen. Die Maya wussten auch nichts davon.